Ab Frühjahr 1942 tauchen in verschiedenen Teilen Münchens immer wieder Flugblätter der Weißen Rose auf, welche zum Widerstand gegen die Regierung Hitlers aufrufen. Den inneren Kreis der Weißen Rose bildeten die beiden Geschwister Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willy Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber. Februar 1943. Die staatliche Kriminalpolizei. Kriminalpolizei-Leitstelle München gibt bekannt. 1000 Reichsmark Belohnung für die Mitwirkung zur Ergreifung eines Verbrechers. Der ehemalige Student Alexander Schmorell ist 1,82 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde Haare, blaugraue Augen, große abstehende Ohren, etwas hervorstechenden Kehlkopf, aufrechte Gangart und spricht Hochdeutsch mit bayerischem Einschlag. Am 24. Februar wird er während eines Bombenangriffes in einem Münchner Luftschutzkeller von einem Bekannten erkannt, verraten und festgenommen. Am 19. April 1943 verurteilt der Volksgerichtshof unter Roland Freisler im zweiten Prozess gegen die Weiße Rose Alexander Schmorell zum Tode. Im Gefängnis München-Stadelheim wird er am 13. Juli 1943 durch das Fallbeil hingerichtet. Thank you.
Theodor von Byzanz. Schreibt. Völlig unter die Unerforschlichen gerichtet. In zuträglicher Weise vorausgesehen hat. Liebe Schwester, was wusste ich bisher vom Glauben, vom wahren, tiefen Glauben, von der Wahrheit, der letzten und einzigen, von Gott? Sehr wenig. Jetzt aber bin ich soweit, dass ich auch in meiner jetzigen Lage froh und ruhig zuversichtlich bin, mag kommen, was da wolle. Ich hoffe, dass auch ihr eine ähnliche Entwicklung durchgemacht habt und dass ihr mit mir zusammen nach den tiefen Schmerzen der Trennung auf dem Standpunkt angelangt seid, wo ihr für alles Gott dankt.
meine lieben Vater und Mutter, nach dem Willen Gottes soll ich heute mein irdisches Leben abschließen, um in ein anderes einzugehen, das niemals enden wird und in dem wir uns alle wieder treffen werden. Für euch ist dieser Schlag leider schwerer als für mich, denn ich gehe hinüber in dem Bewusstsein meiner tiefen Überzeugung und der Wahrheit gedient zu haben. Denkt an die Millionen von jungen Menschen, die draußen im Felde ihr Leben lassen. Ihr Los ist auch das meinige. In wenigen Stunden werde ich im besseren Leben sein. Und ich werde euch nicht vergessen, werde bei Gott um Trost und Ruhe für euch bitten und werde auf euch warten. Eins vor allem lege ich euch ins Herz: Vergesst Gott nicht. Vergesst Gott nicht. Vergesst Gott nicht. Mit mir geht Professor Huber. Von dem ich euch herzlichst grüßen soll.